Wir feiern heute in Niedersachsen das erste politische Oktoberfest, um Gemeinschaft zu stärken, um sich auszutauschen, um sich besser kennenzulernen, um Energie zu tanken für die politischen Aufgaben der nächsten Wochen, weil es wird nicht einfacher, wir vermuten, es wird etwas schwieriger. Aber der Wind, der uns entgegenbläst, macht uns nichts aus. Das macht den Wellengang zwar etwas sportlicher, aber wir sind ja gekommen, um zu segeln und auch anzukommen. Ja, und wie gesagt, wir freuen uns, dieses jetzt hier zu feiern. Und ich denke mal, warten wir mal ab, was gleich passiert. Wir sind die Niedersachsen, Strohfest und Erdverwachsen, heile zum Glück ins Land. Wir sind die Niedersachsen, Strohfest und Erdverwachsen, heile zum Glück ins Land. So eine Veranstaltung bringt den Vorteil, Flagge zu zeigen. Es bringt dazu, zu zeigen, dass die AfD nicht ein kleines Klüppchen ist, sondern dass hier über 300 Leute da sind. 300 normale Bürger, die sich hier erklärt haben, für die AfD Flagge zu zeigen, die jetzt bürgerlich sind, freiheitlich sind und die hier vor allem für die Demokratie und den Rechtsstaat kämpfen. Ich bin natürlich begeistert, dass dieses politische Oktoberfest hier in unserem Isernhagen stattfindet. Wie gesagt, ich bin ja hier der Fraktionsführer in Isernhagen der AfD. Wir hatten so etwas bisher noch nicht und Dietmar Friedhoff hat das jetzt ja hierher gebracht. Und es ist eine tolle Möglichkeit zu zeigen, dass die AfD erstmal eine Volkspartei ist. Das ist ganz wichtig, dass die AfD mittlerweile auch die zweitstärkste Kraft im Bund ist. Die neuesten INSA-Umfragen haben das ja gezeigt. Und halt, dass wir hier unseren Isernhegnern auch zeigen, dass wir die Partei sind, die sich für sie einsetzt, nicht nur beim Biergenuss, den wir gleich haben werden, sondern natürlich auch beim Bau von Kindergärten, von Horten und dass hier also auch vernünftige Zustände wieder herrschen, wie sie leider inzwischen nicht mehr überall herrschen. Wunderbare Veranstaltung, ich bin begeistert, muss ich sagen, besonders, und das habe ich in meiner Rede auch schon gesagt, gefällt mir, dass hier 10 Kreisverbände eines Landesverbandes gemeinsam eine solche Veranstaltung organisiert haben. Das kann Vorbild sein und soll Vorbild sein für alle anderen Landesverbände in der Bundesrepublik, denke ich mal. Es war ein Fest der Patrioten, es war eine Aufbruchsstimmung. Es zeigt uns oder zeigt mir, dass es Deutschland besser geht, als man denken mag. Solche Veranstaltungen sollten man regelmäßig machen, sollte man auch in jedem KV auch haben vielleicht, dass die Leute sehen, dass die nicht alleine sind mit dem, was die haben. Jeder von uns hat einen Teil von Sicherheit verloren, wo er sich für AfD entschieden hat. Und jetzt hier zusammen haben alle gewonnen. Gewonnen von dem, dass die nicht alleine sind, gewonnen an dem, dass wir es noch schaffen, gewonnen an dem, dass der Glaube gestärkt wird. Klasse Veranstaltung, das muss man wirklich öfter mal machen. Ja, die Reden werden noch geredet, die ersten Reden sind vorbei und es keimt eins auf. Freude, Dankbarkeit für die vielen Menschen, die hier sind und vor allen Dingen Hoffnung. Hoffnung, dass wir es schaffen werden, unsere Heimat zu schützen, unsere Werte zu bewahren und vor allen Dingen an der sicheren Zukunft entgegenzuschreiten. Ich freue mich, dass diese Stimmung wirklich, ja, eigentlich leicht ist. Sie ist entspannt und vor allen Dingen, wir sitzen hier zusammen unter guten Freunden in einem tollen Umfeld und werden heute eins tun, voller Hoffnung, gemeinsam ein richtig schönes Oktoberfest feiern.